Hallo, mit an zum Regionalwörter am Dienstag, am 11. September 2018. Ja, heute haben wir wieder einen traumhaft schönen Spätsommertag mit Höchstwerten zwischen 26 bis 28 Grad. Hier und auch morgen Mittwoch gibt es noch einmal einen traumhaft schönen Tag mit nur ein paar harmloser Schleierwolke am Himmel und sonst schien Sonne von früh bis spät. Die Höchstwerte erreichen noch einmal 26 bis 28, lokal sogar bis zu 29 Grad. Am Donnerstag ändert sich das langsam. Wir starten schon mit teils bewölktem Himmel im Tag. Vereinzelt sind sogar schon am Morgen ein paar kurze Regenschauer möglich. Tagsüber wechseln sich dann dichte Wolken mit ein paar sonnigen Auflockerungen ab, wobei es dann gegen den Nachmittag und Abend zunehmend gewittrig wird und zum Teil sind auch kräftige Regenschauer möglich. Temperaturen gehen ein kleines zurück und erreichen maximal noch 23 bis 24 Grad. Ja, und auch am Freitag, da haben wir am Vormittag noch stark bewölktes Wetter mit zum Teil kräftiger Regenschauer. Tagsüber landet die aber noch und gegen den Nachmittag bzw. Abend kann sich besonders über dem Rietal und über dem Walgau auch die Sonne zeigen. Temperaturen steigend auf Höchstwerte von bis zu 23 Grad. Am Samstag haben wir am Vormittag noch leichte Bewölkung. Ganz vereinzelt sind ein paar kurze Regenschauer möglich, aber tagsüber sollte sich immer öfter Sonne zeigen. Ja, und am Sonntag, ja, der Sonntag, der macht seinem Namen alle Ehre. Es wird sehr sonnig, also tagsüber sind bloß ein paar harmlose Wolken am Himmel und vielleicht sind am Vormittag ein paar lokale Nebelfelder auch zum Treffen. Temperaturen stiegen in aller Höhe wieder an und erreichen vor allem im Rietal und im Walgau wieder Höchstwerte von 23 bis 24 Grad. Ja, und auch die kommenden Tage oder die kommende Woche schaut sehr sommerlich aus oder spätsommerlich mit viel Sonnenschein in der Früh ein paar lokale Frühnebelfelder, aber sonst wird es in Summe sehr sonnig und meistens mit 22 bis 25 Grad spätsommerlich warm. Ja, mit diesen Aussichten verabschiede ich mich auch schon wieder von euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao miteinander.